Bevor das Video jetzt losgeht, brauche ich noch ein Ersatzteil, das hole ich jetzt mit euch schnell. Also Zündung an. Was ist das jetzt? Ich habe keine Zündung. Nix, gar nichts. Fensterheber geht noch, aber Zündung. Wegfahrsperre nicht entriegelt, Zündung nicht an. Klimabedienteil aus. Was ist das denn nun schon wieder? Für alle, die das gleiche Problem haben, ich bin der Philipp und willkommen zu diesem neuen Video. Eine ausgefallene Zündung kann natürlich mehrere Ursachen haben. Am naheliegendsten ist es allerdings, dass im Lesegerät der Taster 2, dieser Bedienarm für den Taster 2 abgebrochen ist. Ich vermute sehr stark, dass das hier auch der Fall ist. Lasst uns mal kurz reinschauen. Die Demontage, die ausführliche, habe ich ja in anderen Videos schon erläutert. Ihr könnt sie jetzt einfach hier mit so sehen. Ich habe nicht zu viel versprochen. No. Da fehlt ein Tasterpin. Ach Mando, und wie ich mich auf das Video gefreut habe, das ist nämlich die Einbauanleitung des zweiten Tasters. Und nochmals, ich bin der Philipp und willkommen zu diesem neuen Video. Schön. Also, Schraube raus. Zum Leiterplattenausbau haben wir hier eine Nase. Hier oben eventuell hängt die da, darum sei die noch mit angemerkt. Dann bauen wir das Ganze aus. Da hätten wir den ersten. Und heute kommen wir zu dem zweiten. Hier das abgebrochene Teil. Und wie gesagt, ich bin so aufgeregt. Das ist er nun. Das ist so konstruiert. Plug and Play. Auseinanderbauen. Den Pin raus. Hier unten gerade abschneiden oder abfeilen. Einbauen und das Problem ist behoben. Also wirklich Plug and Play, ihr müsst da nichts machen. Erwerben, einbauen, weiterfahren. Das ist so, das hat mich so viel Nerven und Zeit gekostet. Und am Ende ist sowas entstanden. Wir gucken gleich die Funktion noch an. Hier ist noch das Überbleibsel von dem alten dran. Also diesen Rest von dem Taster hier, der noch dran geblieben ist, bitte gerade abschneiden, dass die Linie hier wieder eine Linie ergibt. Dann das Ersatzteil nehmen, hier einstecken, hier mit dem Dorn kommt das hier rein und mit diesem Dorn, hier kommt dieses Ersatzteil hier in das Viereck rein. Hier sieht man nun das ausgebaute Kartenlesegerät, das Gehäuse, wo die Leiterplatte jetzt von oben draufgelegt wird. Also ist das Gehäuse von unten. Und jetzt sieht man hier in dem unteren linken Bild diese Problemstelle mit den zwei Ecken. Links dieser hervorstehende, der hervorstehende Vorsprung und rechts halt die Ecke. Das Ersatzteil muss von oben senkrecht eingebaut werden, sonst könnte es haken und ihr könntet dieses Ersatzteil wieder zerstören. Also wirklich von oben senkrecht einstecken. Bitte von oben einstecken. Ihr seht hier einen Vorsprung und hier unten ist der Vorsprung auch nochmal dran. Ihr könnt das da etwas verkanten. Also das Ersatzteil bitte von oben einstecken. Das ist jetzt hier fertig eingebaut, so, und mehr müsst ihr nicht machen. Das war's. Jetzt kommt die Leiterplatte wieder drauf. Na Philipp, du musst die auch richtig einbauen. Das ist nämlich beim alten auch schon immer das Problem gewesen. Wenn ihr die Leiterplatte so reingesteckt habt und dann nach unten drückt, dann wird das nichts. Die Leiterplatte muss wirklich, muss zum zeigen, hier auf diese Kante. Auf diese Kante muss die gesteckt sein. Auf die Kante da oben drauf. Klick.
bitte bei allen Schrauben, die in ein Plastikgewinde eingreifen, natürlich jetzt erstmal so weit links rumdrehen, bis das Gewinde von der Schraube in das Plastikgewinde einrastet und dann erst zuschrauben. Sage ich bei jedem Video, weil das ist so wichtig. Ihr macht das 2-3 Mal, egal wie, und dann ist das Plastikgewinde hier drinnen kaputt. Ich freue mich da so riesig drüber. Jetzt kommt das Gehäuse wieder drüber. Klick. Ganz. Es ist einfach wieder ganz. Kommt, lass uns im Auto schauen. Wieder zurück im Auto, brauchen wir jetzt nichts weiter zu tun, wie das wieder einzubauen. Habe ich jetzt hier schon getan. Und den Zündschlüssel zu nehmen. Auf Position 2. Wir haben wieder eine Lenksäulenentriegelung und auch wieder eine Zündung. Könnte ich euch mit dem Video soweit weiterhelfen? Lasst wie immer gerne ein Abo und ein Like da, würde mich wie immer riesig freuen. Alle Informationen zum Ersatzteil, zu den beiden Ersatzteilen in der Videobeschreibung unter dem Video und bis später, euer Philipp.